Hallo und herzlich willkommen zu den Parfümkennern. Mein Name ist David und es ist wie immer der. Martin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema 10 populäre, 10 einfache, 10 unkomplizierte Nischendüfte. Warum hast du denn so ein Thema rausgesucht? Nein, das ist bei uns ganz einfach, dadurch, dass wir fast nur noch Nische führen. Viele Kunden natürlich reinkommen und eigentlich Designer erwarten und dann eigentlich erschlagen sind von dem, was wir an Nischendüfte hier auffahren, muss man natürlich schauen, dass man die Düfte die Leute beibringt. Sozusagen den Weg ebnen für Nischenbeginner. Und ihnen die Scheu vor der Nische Stimmt, nimmt. stimmt, stimmt, Weil stimmt. viele meinen, die sind kompliziert, sind sie aber gar nicht. Und wir sind hier natürlich auch in einer Preislage, wo ich teilweise mit den Designern locker mithalten kann Das oder stimmt, das stimmt, günstiger das bin. stimmt. Ja, also sagen wir mal so, einige sind unkompliziert, aber gibt Es noch. gibt auch komplizierte. Aber gut. Unser letztes Video, das war unser Urlaubsvideo. Da haben wir auch ein 10er-Set verlost. Du warst mit deinen feenhaften Fingern unterwegs. Wer hat denn das 10er-Set aus dem letzten Video gewonnen? Carmen 6078. Liebe Carmen, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Set aus dem Urlaubsvideo gewonnen. Ich schreibe dich an. Jetzt bin ich in Schenkerlaune jedes Mal, wenn du hier irgendwas in die Hand nimmst. Was gibt es denn heute zu Ist ja gewinnen? gut, dass du immer in Ja, natürlich. Schenkerlaune Einer bist. muss ja die Euphorie in die Kamera tragen. Natürlich gibt es von unserem jetzigen populären Nischedüfte auch wieder ein 10er Discovery Set. Und natürlich nicht zu vergessen, bei 3,5 verlosen wir noch den Malibu von Simone Andreoli. Stimmt, Leute, ich sag's immer wieder, macht da mit. Die Leute, die regelmäßig unsere 10er-Sets und unsere Flakons gewinnen, schaut uns dazu gerne auch die Instagram-Stories an. Die sind froh, wenn ihr nicht mitmacht, weil dann erhöht ihr natürlich deren Chance. Also macht da mit, es ist so einfach. Und wie einfach das genau ist, das sagt uns wer? Der Junior. Und zwar Genau. jetzt. Zack. Da kommt er reingeschwebt, unser Junior. Einmal reingeflogen von der Seite. Heiß geht's einher. Ja, Jawohl. deswegen heute auch gleich mal der Fächer. Tut mir leid, Leute. Es ist ein heißer Tag. Es ist ein warmer Tag. Wir verlieren am besten wenig Zeit. Unser Platz 10. Nightology. Velvet Vivid. Andersrum. Vivid Velvet. Entschuldigung. Wir fangen hier mit einer super tollen Duftkomposition an, wo gerade für Einsteiger super toll ist, da wir hier einen ganz, ganz großen Duft Riesen ähneln, Ja. starten hier mit Blutorange, fruchtigen Aromen und einer ganz schönen, aber angenehmen Pfeffernote eben in der Kopfnote. Von da aus geht es dann weiter eben über schöne florale Noten, Jasmin, Ambra mit drinnen, wunderschöner Rohrzucker und auch unten noch Moos für das leicht herb orientalische. Das Ganze schön herb, rau, angenehme Fruchtigkeit, angenehme Süße. Und man hat hier einen wirklich schönen Allrounder für Dame und für Herren. Und insgesamt die Nightology-Linie, eine ganz, ganz tolle Linie, die leider noch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber in der Preis-Leistung komplett überzeugen kann. Unbedingt mal reinriechen. Unbedingt. Und wir sind ja heute, wie der Chef das angekündigt hat, bei Nischendüften, die jeder mag. Und bei dem Duft, jeder mag die Kirmes und jeder mag den Kirmeswegen. Und vor allem mag jeder diese Süßigkeitenstände auf der Kirmes. Und die duften immer so wunderbar nach Zuckerwatte und Karamell. Und daran erinnert mich der Duft ganz stark. Du Ja. hattest gesagt, er hat einen großen Bruder. Wer sollte der große Bruder sein? Naja, ich sag's mal so, für Fans des Baccarat Rouge, die sollten da unbedingt mal Ah, reinriechen. deswegen die Zuckerwatte. Genau. Ja, also der erinnert natürlich ganz stark eben an Zuckerwatte. Und wer als Kind oder jetzt als Erwachsener einfach die Lust an so Jahrmärkten und Kirmes hat, den mag auch jeder. Also so einen zuckersüßen Süßigkeitenstandduft, da kann man nichts falsch machen, obwohl es ein Nischenduft ist. Genau. Etwas geerdeter geht es tatsächlich weiter. Und zwar mit der Nummer 9 MFKs Maison Franziskultischer Maskulin Pluriel in der neuen Edition, muss ich mit dazu sagen. Da vor 3 Jahren ein Duftstoff in der EU leider verboten wurde, musste der ein bisschen umformuliert werden. Allerdings gar nicht ins Negative, meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen positiver geworden. Doch was erwartet uns hier? Ein ganz klassischer Herrenduft, wie der Name auch schon verraten lässt, ist es eher für den Herren ausgerichtet. Starten tun wir hier auch super klassisch mit der Grapefruit einmal. Es geht über Lavendel dann mit Wildleder einher. Patchouli, Vetiver rückt dann auch mit nach. Und man merkt schon, wie ich das Ganze aufzähle. Es ist wirklich das Klassischste vom Klassischsten, was man in so einem Herrenduft, in einem Barbershop-Duft auch mit drin erwartet. Wie kommt das Ganze denn raus? Erstmal super fein versprüht. Natürlich ein sehr, sehr schöner Sprühkopf hier. Ansonsten, wie gesagt, diese angenehme Zitrik mit diesen grünen, hölzernen Aromen. Das Wildleder, wo wirklich die ganze Zeit sich über dem Duft ganz fein drin hält. Ganz geile Nummer und wie gesagt, hat sich bei mir echt ins Positive nochmal verwandelt.
Der Pluriel, das ist ein Duft jenseits von allen modischen Strömungen. Und warum mag den jeder? Weil jeder kann sich an den Duft oder an das Gefühl erinnern, sein Papa oder sein Opa oder ein Onkel, die in der Früh aus dem Bad frisch rasiert und frisch gepudert und glatt und alles. Und dieser Fougère-Duft, der erinnert halt total mit Sicherheit den einen oder anderen an eben diesen Kindheitsduft, wenn man halt seinen Papa, seinen Opa oder halt den Lieblingsonkel. Und deswegen ist es ganz einfach, diesen Pluriel zu mögen, weil er diese klassischen Noten in die Moderne bringt, mit diesen ganz besonderen Zutaten, die du genannt hast, und es vielleicht auch schafft, den einen oder anderen Jugendlichen, vielleicht auch mal einen 20-Jährigen, 22-Jährigen, dazu bringt, auch mal in so ein Retro-70er, 80er-Jahre-Duft reinzuriechen, weil der nämlich ganz toll und ganz modern interpretiert wurde. Weiter geht's mit unserem nächsten Platz, mit Moresque. Doch dieses Mal ist die Geschichte nicht im orientalischen Bereich, wo es immer drum geht, sondern nein, wir reisen mal ins alte Japan von der Grundidee. Man erkennt es auch ganz leicht an der Musterung eben. Wie starten wir hier? Wir sind wirklich, wie schon gesagt, im alten Japan. Wir sind sehr ruhig, sehr besonnen. Man hat schon eine sehr, sehr ruhige Note. Und da ging es drum, in dem Royal eben, um die Kriegerinnen quasi, weil damals die Samurai mit ihren Damen in die Schlacht zogen tatsächlich. Da dann quasi dieses Sanfte der Dame trotzdem kräftig als Krieger verpackt in diesen Duft. Genau. Aber was macht das Ganze denn so sanft und doch so kriegerleicht? Starten tun wir erstmal fruchtig und es zieht sich auch durch die ganze Parfümverlauf, durch die ganzen Parfümnoten, weißer Pfirsich, Grapefruit auch wieder mit drinnen, Rhabarber für diesen richtig spritzigen Auftakt, rosa Pfeffer rundet das Ganze einfach nochmal sauber ab. Gefolgt kommt auch nochmal florale Noten, Jasmin eben mit dabei, wunderschön, Iris auch nochmal, die Pfingstrose, genau, unten dann eher weißer Moschus, Amber auch nochmal für die Fußnote und einen wunderschönen, sehr unkomplizierten, gleichzeitig super besonderen Duft. Nochmal aufspielen, der ist wirklich toll, muss ich sagen. Warum wird den jeder mögen? Weil jeder natürlich Rosenduft mag. Nein, stimmt nicht. Also es gibt kaum eine Duftrichtung, die stärker polarisiert als Rosendüfte. Ja. Aber das liegt daran, dass uns die Industrie das ein wenig versaut hat. Denn es ist tatsächlich so, wo ist denn heute überall Rosenduft drin? In jedem Weichspüler, in jedem Waschmittel, in jedem Raumduft, in jeder Chemiebombe, die zum Reinigen verwendet wird, ist oft Rosenduft drin. Und natürlich kann jetzt hier die Chemie und die Industrie nicht hier das teuerste Extrakt von den teuersten Rosen. Nein, natürlich. Da wird natürlich Synthetik reingearbeitet ohne Ende. Und diese Synthetik, die wir einfach im Alltag nun gewohnt sind, die hat uns so ein bisschen die Rosendüfte verhagelt. Aber der Royal, der könnte den einen oder anderen wieder versöhnen. Weil, wie du es gerade beschrieben hast, diese zarten Blüten einer Rose, man spürt förmlich den Samt dieser Rosenblätter, wenn man den hier einatmet. Und der könnte tatsächlich wieder einen dazu führen, Rosendüfte zu mögen. Also ganz einfach, ganz unkompliziert, riecht euch da mal rein. Weiter geht's mit einem Duft. Auch dieses Haus ist neu, es startet gerade richtig durch und ist auch rein dafür gemacht, die Leute mal an die Nische ranzuführen, an die Hand zu nehmen, Patschehändchen her und dann einfach mal zu sagen, da schau, so kann's laufen, aber für wenig Geld. Hier eben ganz speziell Perroy mit meinem Favoriten tatsächlich aus der Reihe, der Goldfawn, weil der riecht auch deutlich teurer, wie das er ist. Wir haben ja auch einen witzigerweise super einfachen Aufbau. Sandelholz, Zedernholz und Vanille. Trotzdem habe ich so ein leichtes Karamellaroma. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er zitrisch leicht anfängt. Und da dann quasi auch diese Station, dieses frisch, zitrische, leicht süß, cremige alles mitnimmt. Und für mich ein absolutes Wunder, mit so einem einfachen Aufbau so ein tolles Duftbild zu schaffen. Sehr, sehr coole Nummer. Es ist wahrscheinlich nicht die Nummer 1 Empfehlung für den Sommerduft, muss ich auch mit dazu sagen. Aber wer abends was zum Ausgehen braucht oder vielleicht jetzt schon an den Herbst denken will, ist hier mega gut aufgehoben und bekommt wirklich für den orangenknalligen Flakon einen super tollen Duft. Warum wird den jeder mögen? Den wird jeder mögen, weil jeder Rehkitze mag, spätestens nach dem Disney-Klassiker Bambi. Weil Goldfarn heißt goldenes Rehkitz. Wie der Name und das Parfum jetzt zusammenspielen, das kann ich euch leider nicht erklären. Aber ich weiß, dass dieser Duft an einen wunderbaren, lauen, sonnigen Nachmittag in einer
Pariser Patisserie erinnert, mit diesen wunderbaren Törtchen, mit diesem ganzen süßen Gepäck, das hinter so einer Glasvitrine einen anleuchtet. Man sitzt da mit einem altbekannten Freund oder mit einer altbekannten Freundin, hat sich unendlich viel zu erzählen und versinkt eben in dieser guten Laune. Die Perreux-Düfte, das sind insgesamt 8 Stück und jeder von diesen einzelnen Perreux-Düften soll eine gute Laune, also Mutduft repräsentieren. Mhm. Und ich finde die so toll, dass ich wirklich irgendwann mal hergehe und sage, ich kaufe die mir alle. Also die sind wirklich fantastisch. Da gibt es auch die kleinen Abfüllungen, also ich meine, die gibt es teilweise auch in 50 ml. Und da macht man es natürlich den Nischeneinsteigern noch einfacher, für wenig Geld einfach mal eine kleinere Verpackungseinheit und man kann sich durchtesten. Also diese 8 Stimmungen, hier haben wir die gute Laune des Naschens. Ja doch, das trifft sehr gut, des Naschens. Weiter geht's, süß und vernaschend natürlich weiterhin mit Initius Addictive Vibration. Und wie der Name schon sagt und auch Initio kennen, wir machen süchtige Düfte, wir lieben das Verspielte, wir lieben das leicht Verführerische drinnen und setzen quasi auch hier wieder da genau an. Allerdings mal ein bisschen fruchtiger, nicht ganz so süß, nicht ganz so gourmandig. Hier mit Apfelblüte mal, Orangenblüte für einen fruchtig-floralen, frischen Auftakt mal. Sehr, sehr schön geworden mit sehr angenehmen Honig, schönen weißen Blumen nochmal drinnen. Etwas Moschus und fertig ist dieses kleine Meisterstück, den ich aus der schwarzen Linie sehr schätze, weil er, wie gesagt, einen ganz, ganz tollen, fruchtigen Auftakt hat. Auch nochmal nach Sergio, finde ich, mit das schönste Honigöl auf dem Markt und definitiv ein Riecher wert. Warum mag jetzt jeder diesen Addictive Vibration? Weil jeder von uns nach einem langen, kalten, dunklen Winter den Frühling mag. Wenn der dann eben kommt mit den langen Tagen, wenn wieder die Sonne länger scheint, wenn es wieder bunt wird, wenn es wieder anfängt zu duften nach Blumen und so weiter, dann ist nämlich der Addictive Vibration genau dort anzusiedeln. Warum ist er jetzt aber in so einem traurigen schwarzen Flakon, wenn er doch den Frühling repräsentiert? Das kann ich euch sagen, weil zunächst sehr unbedarft, unschuldig und fast mädchenhaftes Blumenparfum daherkommt, wird der zunehmend verführerisch und süchtig machen. Und wenn man dann merkt, dass man von diesem Parfum verführt wurde, dann ist es um uns längst geschehen und wir sind der Trägerin verfallen. Wir sind gut durchgestartet und schütteln uns gleich mal weiter. Und zwar nach Amerika zu Gravel mit unseren besonderen Flakons. Die schönen Steine hier einmal mit drinnen, sowohl optisch als auch geruchlich. Und Hingucker und Hinriecher einmal. Macht den hier so universell. Was macht den hier so besonders, dass man den mag? Und zwar ganz einfach, wir haben hier einen wunderschönen natürlichen Duft. Mal auch wieder maskulin pluriel, sind wir hier etwas klassischer angesiedelt, machen aber einfach noch ein bisschen mehr im Duft tatsächlich. Wir gehen, wie gesagt, einmal rüber über den großen Teich nach Amerika, lassen uns da von der ganzen Natur einmal anstecken, inspirieren. Auch hier wieder Zitrone, Bergamotte, Lavendel, Patchouli, Vetiver, komplett mit drinnen, dieses ganze klassische Programm. Haben aber auch noch Orangenblüte dabei, Tonkabohne, Rose sogar nochmal mit drinnen. Und das Ganze merkt man dann auch im Kern, dass wir nicht nur klassisch sind, dass wir nicht nur zitrisch sind, nicht nur auf die Holznote draufgehen, sondern versuchen, obwohl wir einen recht alten Duft haben, einen modernen Twist mit reinzubekommen, muss man hier auch sagen. Und ich spüre nochmal, ja, leicht krautig, schöne klassische Nummern drinnen. Echt ein guter Duft geworden, American Dream. Auch einer meiner Favoriten aus der Reihe tatsächlich. Ich merke schon, wir können tatsächlich von diesen einfachen Nischendüften heute auch nicht gehen. Du sprühst fast jeden Duft zweimal. Weil sie toll sind, gell? Warum mag jetzt jeder den American Dream von Gravel? Weil jeder natürlich die USA und Amerika, nein, natürlich nicht. Zumindest viele oder fast alle haben sich doch schon mal dabei ertappt, von diesem American Dream, von diesen Verheißungen, von diesen Verlockungen der großen, bunten USA-Welt zu träumen davon, wie es denn sein könnte, wenn man mal neu durchstartet, wenn man was Neues beginnt, wenn man auswandern würde, wie es wäre, vielleicht Millionär zu werden, es zu schaffen. Und genau so kommt dieser American Dream. Er hat so den Spirit von neu anfangen, was anpacken, was Frisches, was Neues. Im Übrigen war der Herr Knudsen der allererste, also der Erfinder von Gravel, der allererste, der in den USA ein Herrenkolon
ja, herausgebracht hat. Das ist mal zu wissen. Also für die USA, der Klassiker jetzt bei uns, die Steine, die drin sind, du hast es mal wunderbar erklärt, die Gravel, die haben tatsächlich eine Funktion. Und zwar machen die, einmal färben die so ein bisschen ab, der Duft wird dann irgendwann einmal, da sieht man es jetzt nicht, der Duft wird irgendwann mal runder. Und zum Zweiten, ja, wird das Ganze nochmal ein bisschen weicher. Also die sind nicht ganz umsonst da drin. Nee, tatsächlich nicht. Weiter geht's, auch hier. Mal weg von diesem Herren-Barbershop-Düften. Wir machen trotzdem ein bisschen klassisch weiter, gefälliger. Allerdings gehen wir jetzt so ein bisschen in das Seifige rein und ein bisschen für die Damen, um die auch nochmal abzuholen auf dem klassischen Wege. Und zwar mit Courrèges Lopale. Wahrscheinlich auch trotzdem immer noch gnadenlos falsch ausgesprochen, wie alles Französische hier auf dem Tisch. Bitte verzeiht mir da meine Aussprache. Ich weiß, ihr liebt es, mich daran zu erinnern, aber ich werde es nicht bessern können wahrscheinlich. Genau, Leute, hier auch wieder. Die Farbe lässt schon verraten und es passt natürlich sehr schön. Hier dreht sich auch alles um die Lavendel, aber mit Bergamotte haben jetzt Petit Grain für diesen ganz klassisch pudrigen Akkord, für diese Zitronenvielfalt auch schon, wo auch so leicht an Seife erinnern kann. Lavendin auch mit drin, also nicht mal die ursprüngliche Lavendel, sondern eine Lavendel-Untersorte, wo auch nochmal deutlich herber eben riecht und deutlich klarer üppigen Lavendelgeruch mit sich bringt, sage ich mal. Alles viel, viel sauberer, weißer Moschus, Ambroxan. Darf hier bei Courrèges natürlich nicht fehlen. Die lieben diesen synthetischen Duftstoff, den sie aber jedes Mal sehr, sehr gut einbauen. Und wie gesagt, wir haben hier was, wo so seifig erinnert, wo man schon fast so das Gefühl hatte, man kommt zur Lieblingsschwiegermutter oder zur Lieblingsoma rein. Das Haus komplett frisch geputzt und genau daran erinnert mich das Ganze einmal. Also ein richtig schöner, cleaner Geruch. Sehr, sehr toll geworden. Ich finde den Duft tatsächlich etwas romantischer und ich muss das auch ein bisschen romantischer aufgreifen. Ja? Jeder mag doch einen romantischen Spaziergang am Meer, wenn sich das Mondlicht im blassen Meerwasser spiegelt. Deswegen Opal, also das blasse Wasser. Und wenn man da mit seinem Liebsten oder mit seiner Liebsten Hand in Hand eben die Füße im Strand da hinläuft, dann würde man sich wünschen, dass der Moment oder die Zeit, die man da gerade verbringt, wohl niemals zu Ende geht. Und der Opal, also das blasse Wasser, erinnert eben an diese sanfte Gischt, die immer wieder so anströmt und dieses saubere, dieses reine, dieses fast bisschen salzige. Und in diesem Moment holt ihr euch eben dieses nie enden wollende, ja, romantischen Spaziergang wieder zurück. Da sehe ich den Opal. Ich glaube, jetzt wissen wir alle, warum er die Duftbilder malt mit seinen Worten und nicht ich. Aber wie gesagt, ich bin ja auch ein Schwiegermutterliebling, von da aus ist das für mich auch was Romantisches. Es geht weiter, farblich, namentlich, mit unserer Lieblingszutat heute Abend auf dem Tisch wahrscheinlich, weiter nach Versailles. Doch alles andere, wie erwartet, haben wir hier nicht mal unbedingt einen Lavendelduft, obwohl er hier mit drin ist und man auch das ganze Jahr in Versailles natürlich erwartet. Aber wir haben ja einen Duft, der super gut einschlägt. Ich glaube mittlerweile jetzt sogar trotz Sommer mit der erfolgreichste aus der Linie ist. Da hat Birkholz wirklich ein schönes Stück mit an Land gegeben und mit an die Hand gegeben. Und von da aus fangen wir hier auch direkt an. Pinker Pfeffer, Kokosnuss, Zimt für den Auftakt. Auch hier in der Fußnote wunderschöner Patchouli, Vetiver auch wieder, Sandelholz auch mit drinnen. Und die Kernnote mit einem Hauch Weihrauch eben, mit einem Hauch Lavendel, um wirklich nur so einen leichten Twist, eine leichte Besonderheit mit reinzubekommen. Und auch noch Kokosnuss, falls ich die noch nicht erwähnt hatte, die macht das Ganze auch nochmal ein bisschen tropisch. Aber wie gesagt, diese ganzen Akkorde, man hat keinen klar rausriechen. Ich habe hier keinen Kokosnussduft, ich habe hier keinen Lavendelduft, ich habe hier auch keinen Zimtduft. Das Ganze spielt wunderschön zusammen, bildet ein Duftbild, wo so ein bisschen an den Rehab von Initio zum Beispiel erinnert. Aber noch ein bisschen ausgefeilter, nochmal mit mehr Facetten einfach und nochmal ein bisschen tiefgründiger zum Reinriechen und von da aus sehr, sehr gut geworden und nicht umsonst, wie gesagt, fast unser Topseller aus der Linie. Du hast vollkommen recht, man kann den gar nicht so klar detektieren, weil das so viel ineinander spielt. Und deswegen siedle ich den auch an in ein wunderbares Gartenfest. Jeder von uns mag Gartenfeste inmitten von unzählig duftenden Blüten, inmitten von ätherischen Gewürzen, inmitten von Freunden und guter Laune. Und am Anfang ist das alles noch so, wenn man da zusammenkommt und alle trifft und vielleicht ein paar Leute, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, alles hektisch und alles noch ein bisschen prickelnd. Und umso länger die Gartenfeier geht, umso ruhiger, umso sanfter, vielleicht das eine oder andere Glas Wein schon getrunken oder das Bier. Und dann wird das gechillt, würde man heute auf Neudeutsch sagen. Und dieser Duft hat dann tatsächlich was Balsamisch-Cremisches, was nahezu Beruhigendes. Also der bringt dich wirklich runter. Siegertreppchen, aber Platz Nummer 2. Also
passend zur Olympiade die Silbermedaille jetzt einmal. Genau, geht an Sertschow und zwar an unseren Uden, den wohl größten People-Pleaser aus diesem Hause. Da noch universeller, noch einfacher gebaut ist wie ein Erber purer, auf die komplizierten, fruchtigen Noten sogar komplett verzichtet. Und wir gehen jetzt mal aufs Zitrische, aufs Grüne einfach rein, wo eigentlich jeder immer mag. Das Interessante hier, wir haben noch Sondernoten mit dabei. Also wie gesagt, Zitrik, Zitrone, Bergamotte, Grapefruit. Haben wir noch unten drin ein bisschen Farnblätter mit dabei, Moschus, sanfte Hölzer. Aber das Besondere kommt jetzt. Wir haben noch Rum, Rose, Tonkabohne mit drinnen. Mhm. Allerdings auch nur, um das so leicht aromatisieren. Im ersten Mal beim Aufsprühen wirkt das schon fast ein bisschen synthetisch. Umso länger der dann auf der Haut ist, umso mehr kommt es dann natürlich raus mit dieser leichten Süße, mit der floralen Note, die das Ganze einfach noch besonders macht. Und der Kaffee für diese herbe Note auch nochmal. Ganz, ganz tolle Duftkreation, wo, glaube ich, auch erst im Laufe der Zeit dann so ein bisschen seine Pforten öffnet und die Nische dann so ein bisschen nach außen strömen lässt. Der Uden, du hast es ganz genau gesagt, ist auch ein Klassiker. Das wusste auch oder das weiß auch Sergio Momo, der Gründer von Sertschow. Sertschow wurde, diese Marke wurde 2004 gegründet und bereits 2007 hat er eben diesen Uden gemacht. Und warum? Weil er genau gewusst hat, dass jeder diese frischen, klaren, sauberen Düfte mag. Also das ist ganz klar. Und der geht in Richtung Zitrik, Zitrone, aber ganz, ganz fein und klar. Also mit nichts Komplizierten. Nee. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, mit den zitrischen Düften oder mit den frischen Düften ist es immer so, dass die nicht so lange halten. Das stimmt, ihr habt recht, ja. Mhm. Da bist du jetzt der Chemikant. Es liegt einfach an den Molekülketten, denn die werden sehr schnell im Kontakt mit der Haut volatil. Das heißt, die verflüchten sich schneller als andere Duftnoten und deswegen halten die nicht. Wie ihr dem etwas entgegenkommen kann, das ist auch so ein Kandidat. Stellt euch den ins Kühle, stellt euch den in den Kühlschrank, weil dann kühlt ihr schon mal die Moleküle etwas runter und auf der Haut brauchen die dann etwas länger, bis sie jetzt bildlich gesagt zerplatzen und ihr den dann riecht. Und nochmal ein zweiter Tipp, sprüht euch auch gerne mal eure Beine ein, weil Moleküle sind leichter als Luft, die steigen nach oben und umso tiefer man sprüht, umso länger hat man was davon. Unser Platz 1, ihr wartet ja auch drauf und es ist eigentlich passend zu unserer Verlosung, die jetzt dann bald ansteht und zwar Malibu Party in the Bay. Ein Duft, der gerade von so vielen Leuten in die Kamera gehalten wird. Ein Duft, der bei uns in großen Stückzahlen bestellt wird und innerhalb von 2-3 Tagen ist er direkt ausverkauft. Also es ist wirklich verrückt, wie die Leute gerade auf diesen Duft abfahren und ich kann es verstehen. Doch wie riecht der? Wie riecht der? Ganz einfach, das ist der Caipirinha zum Aufsprühen, ohne dass man denkt, man hat eine Cocktailübersicht drüber gekippt. Und ja, auch wie im Caipirinha, da ist alles drin, was im Caipi drin ist. Wir haben unsere wirklich wunderschönen Limetten, sehr, sehr klare Limetten, muss ich an der Stelle mal ganz klar betonen. Kokosnuss, wir haben unseren braunen Rohrzucker mit drin. Wir haben unseren Rum-Akkord, also unseren wirklichen Strohrum da mit drin. Und Leute, wir haben unseren Cocktail dann schon fertig. Es ist wunderbar, es ist, man riecht jede Zutat perfekt raus. Man hat so einen tollen Cocktailduft, der aber nicht, wie gesagt, so riecht, als ob man sich gerade vollgeschüttet hätte. Also sehr, sehr cool geworden und selten eine Limette und einen Rohrzucker. So unglaublich gut rausgerochen. Also der darf zu Recht mal in die Kamera gehalten werden und wir machen es jetzt einfach mal auch. Malibu Party in the Bay, unsere Nummer 1 und hoffentlich dann auch schon bald bei einem von euch zu Hause. Warum wird den Malibu Party in the Bay jeder mögen? Weil jeder natürlich Urlaub liebt. Es gibt keinen Duft, der diese Urlaubsstimmung, diese tropische Beach-Urlaubsstimmung in der Bucht des Glücks so sehr interpretiert wie der Malibu Party in the Bay. Stellt euch vor, rhythmische Musik, schöne Menschen, gute Laune, fruchtige Cocktails und das alles von dem Moment, wo die Sonne untergeht, bis zu dem, wo die ersten Sonnenstrahlen wieder aus dem unendlich glitzernden, funkelnden Meer wieder auftauchen. Und, du hast es schon gesagt, wenn ihr mitmacht, könnte der bald euch gehören. Es fehlen, glaube ich, nicht mehr viele. Wie kommt man denn an den? Sag uns das noch mal genauer. So einfach, Leute. Also das ist ja wirklich einfach. Ihr müsst uns nur abonnieren. Mehr nicht. Ihr müsst nicht mal was kommentieren, nur abonnieren. Ihr könnt euch danach gemütlich nach hinten lehnen. Ihr müsst noch nicht mal ein Video dann weiter anschauen. Ihr solltet es natürlich, weil es lohnt sich natürlich nur. Aber Leute, wie gesagt, nur ein Abo hinten dran. Und für das 10er-Set läuft es so einfach wie eh und je. Und zwar verratet uns doch mal unten in den Kommentaren, womit hat eure Nischenreise angefangen? Was war denn euer erster Nischenduft oder vielleicht eure Empfehlung für den Einstieg? Lasst es einfach mal unten wissen. Ich bin gespannt, womit ihr angefangen habt. Bei mir war es der Oud Wood von Tom Ford. Der Duft, wo ich eigentlich zuerst sagte, so, das hat ja gar nichts mit dem Duft zu tun. Und innerhalb von 2-3 Wochen habe ich mich so in den Duft verliebt, dass ich mir den dann doch geholt habe. Super.
Bei mir sagt man auch noch, was der Aventus Creed. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, Servus, ciao, macht's gut, ciao. Ciao.